Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Porsche. Ja, die sind hier wieder schon unterwegs. Oh, Schatzi, wenn du sie hinsetzt, könnte ich Chris füttern. Oh, Porsche sieht im Frühling ziemlich gut aus. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht hier. Gib noch ein Küsschen. Wir hatten ja gestern unseren Hochzeitstag. Zurück. So, jetzt füttern wir sie noch. Babab. Babab. Und wir brauchen wieder einen neuen auf. Ja, hast eine Menge Arbeit geleistet. Ich habe noch Saatgut für dich, oder? Hi! Hi! Habe ich noch was? Ja, habe ich. Sehr gut. Da brauchen wir noch so ein Ding. Und wir brauchen einen neuen Auftrag. QQ kann man noch Hallo sagen. Glu-glu, habe ich einen Aroma-Apfel für dich? Ja. Sehr gut. Gucken wir mal, wie es auftragsmäßig ausschaut. Nein, nein, nicht mit dir. Mit dem hier. 2, 2, 5, 5, 3, 5. Da, oh, Schatzi, machen wir. Was soll nicht, was sie jetzt wollte? Ein Ballon will sie, okay. Das lassen wir natürlich nicht von Higgins machen. Das kommt ja gar nicht in die Tüte. Sowas von nicht in die Tüte. Einsortieren bitte. Haben wir, glaube ich, alles. Riesiger Ballon. Wir brauchen abgenutztes Fell. Geht klar. Sorry, mein liebes Lama. Aber ich brauche dein Fell. Ich brauche dein Fell. Und zwar ziemlich schnell. Nehmen wir das da hinten auch noch mit. Sind jetzt natürlich alle unterwegs. Okay. Auf zum... Ja, der Baum ist ja wieder da. Den fällen wir auch gerade mal. Keine Mrs. Marienkäfer. Gut, dann bringen wir gerade mal unsere Felle ins Lager, dass wir Schatze den Luftballon geben können. Und dann sollte das auch schnell über die Bühne gehen. So, ah, die können wir schon mal mitnehmen.
Wie lange braucht das? 39 Minuten. Okay. Da können wir noch fertigen. Da war ja gar kein Futter mehr drin. Das geht ja mal gar nicht. Und hier noch. Kürbis haben wir keinen mehr. Aber Schlangenbeere. Dürfte jetzt fertig sein. Schatzi. Ich hab was für dich. Wo ist sie denn? In der Porsche Times. Okay. Das macht's einfacher. Hi. Hi, du hast jede Geschichte über den tanzenden Roboter gehört, ja, die hast du mir so oft. Thanks. Ah, ich wollte dir eigentlich eine Limo geschenkt haben, naja. Egal. Schnell zu Schatzi, bevor sie stiften geht. Die ist viel unterwegs, die gute Dame. Reporterin halt, ne? So, danke, das wird mir sehr nutzen. Bitte. Zügig erledigt. Wir können bei Dings hier noch vorbeigucken. Ihm noch die Sachen hier verkaufen. Dass wir wieder Geld kriegen, ne? Teekanne, wo habe ich denn die her? Gibt doch bestimmt noch Dinge, die ihr hier kauft. Den da zum Beispiel. Und den da. Babymilch brauchen wir auch noch. Haben wir nur noch 9. Sollte ich vielleicht auch gerade mal holen, wenn ich schon hier in der Nähe bin. Babymilch. Mal die eine und dann kaufen wir, dann haben wir nämlich jetzt eine gerade Zahl. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch kriegen. Bodenplatten brauchen wir noch. Die haben jetzt mal so ziemlich Priorität. Da können wir doch mal einige mit verlegen. Das erstmal so. Da brauchen wir einiges an Bodenplatten. Schön welche verlegen. Jetzt haben wir mal ein paar.
So. Ich dachte doch gerade, irgendwas passt da noch nicht. Aber den hier haben wir vergessen. Überleg gerade mal hier dann tatsächlich den Partytisch hinmachen. Nein. Ich brauche zumindest mal die Abmaße. Die Werkbank machen wir da natürlich noch weg. Dann machen wir dann irgendwas Schönes hin. So, stellen wir gerade mal auf Seite. Jetzt haben wir nämlich dann die Abmaße, wo wir hier noch die Platten legen können. Zumindest die wenigen, die wir jetzt gerade noch haben. Das war die letzte. Okay, dann haben wir auch schon wieder 18 Uhr. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich sage danke fürs Zuschauen. Dann war das heute mal eine etwas kürzere, aber wir sind ein bisschen vorangekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.